Das Wort hat nun Frank Tempel für die Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, damit es wenigstens eine Gemeinsamkeit gibt, auch ich möchte mich für das Erscheinen bedanken. Denn das Wichtigste, was diese Debatte braucht, ist eine gesellschaftliche Debatte, ist eine breite Debatte. Und insofern finde ich es ausgezeichnet, wie viele zu so später Stunde auch heute noch mal hergekommen sind. Und insofern wäre es doch schade gewesen, wir hätten genau dieses Thema zu Protokoll gegeben. Ansonsten übrigens, ich bin stellvertretendes Mitglied des Gesundheitsausschusses und genau mit dieser Thematik beschäftigt und ganz bewusst genau mit dieser Thematik auch beauftragt. Ich komme jedes Mal, wenn es um dieses Thema ging, übrigens, richtig, weil es mein Thema ist. Und ich möchte Ihnen auch klären, warum. Ich komme aus der Rauschgiftbekämpfung. Ich komme als Kriminaloberkommissar aus der Rauschgiftbekämpfung. Und meine Fraktion hat vor 3 Jahren einfach den Neustart gemacht bei dieser Thematik. Sie können ruhig mal zuhören. Man kann auch mal, ohne gleich in Unmacht zu fahren, das Thema Rauschgiftkriminalität, Rauschgiftkonsum und Drogenpolitik auch diskutieren. Einfach mal, wenn man sich die Argumente anguckt. Und vielleicht auch mal anguckt, was ist denn da eigentlich aufgeschrieben worden. Ich habe den Auftrag von meiner Fraktion bekommen, einfach mal zu ermitteln, wie ich es gelernt habe in 16 Jahren Polizeidienst. Was spricht für ein Verbot und was spricht gegen ein Verbot? Ich habe selbst zum Konsum keinerlei Affinität und bin das Thema völlig offen angegangen. Und da geht es eben nicht darum, in Frage zu stellen, ist Cannabis mehr gefährlich oder weniger gefährlich. Das spielt in unserer ganzen Debatte überhaupt keine Rolle. Es ist schön, dass Sie das ausführlich behandelt haben, spielt bei uns keine Rolle. Ich habe das Thema deswegen, weil es darum geht, ist ein Verbot erfolgreich? Funktioniert ein Verbot? Ja, wenn der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift, mit einem Verbot, mit entsprechender Strafverfolgung, dann ist das ein sehr empfindlicher Eingriff in die Rechte eines Bürgers und dann muss man gucken, was es funktioniert. Die Niederlande, gucken wir uns an, ob es funktioniert. Die Niederlande sind angesprochen worden. Ich habe mal Zahlen, also auch für Sie, Frau Mark. In Holland Lebensprävalenz mit Cannabis bei den 15 bis 64-Jährigen, in Deutschland 25,6%, in den Niederlanden 22,6%, weniger. Bei denen, Sie sprachen über die jungen Leute, ja, angeblich mehr in den Niederlanden. In Deutschland bei den 15 bis 24-Jährigen 34,6%, in Holland 28,3%. Wo ist denn da die Logik? In Holland geht man in seinen Coffeeshop um die Ecke, kauft sich unbehelligt seinen Eigenbedarf und wird nicht strafverfolgt. Und trotzdem funktioniert offensichtlich selbst der Jugendschutz unter diesem Modell besser. Ja? Zahlen übrigens, damit Sie auch wissen, woher ich eine solche Zahl habe. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hat diese Zahlen 2011 bekannt gegeben. Können Sie nachlesen, kann man googeln. Auch über Drogenpolitik kann man sich kundig machen. Wenn wir weiter... Ich spreche über den Sinn oder Unsinn. Sie müssen auch mal, da gibt es auch Hörhilfen, wenn man da Schwierigkeiten hat. Ich spreche über den Erfolg oder Nichterfolg der Strafverfolgung. Wir haben mit keinem Wort die Gesundheitsgefährdung durch Cannabis in Abrede gestellt. Mit keinem Wort. Da sind wir d'accord, da ist überhaupt kein Problem. Sondern es geht darum, funktioniert ein Verbot. Wenn ich weiter nach Europa gucke, die Schweiz macht bei geringen Mengen eben keine Strafverfolgung mehr, sondern Ordnungswidrigkeiten. Wesentlich niederschwelliger. Was sich nicht verändert hat, ist die Zahl der Konsumenten. Überall da, wo man auf eine Strafverfolgung, auf ein Verbot verzichtet, steigt eben nicht die Anzahl der Konsumenten. Das ist enorm wichtig. Denn wenn man sagt, ein Verbot ist nur dann auch wirklich wirksam, wenn dann auch in den Zahlen Veränderungen sind, dann muss man sagen, Sie arbeiten hier mit der Strafverfolgung, mit einem ungeeigneten Mitteln. Es ist klar, wenn Sie das Ziel bringen, Verringerung von Nachfrage und Angebot, dass damit auch gearbeitet werden muss. Bloß die Frage ist, wie. Und deswegen sagt DIE LINKE, Aufklärung statt Verfolgung, Hilfe statt Ausgrenzung. Und dann kriegt man übrigens auch Fragen wie THC-Gehalt in den Pflanzen. Geregelt, Streckmittel gibt es nicht mehr. Und ganz zum Schluss für Sie noch, Frau Graf, warum eben der Handel nicht legalisiert ist, aber der Eigenanbau. Handel bedeutet immer Gewinnerzielung, egal auf einem illegalen Markt, der eine gewaltige Kriminalität erzeugt, ein Nebenprodukt der Strafverfolgung. Diese Kriminalität, die wir hier haben, den entziehen wir 3 bis 4 Millionen Kunden, die auch nicht auf einen legalen Markt kommen und wo keine Gewinnerzielung möglich ist. Ein Verkäufer braucht Absatz, er braucht neue Kunden, er braucht mehr Kunden, er braucht Kunden, die immer mehr nehmen. Das fällt nämlich beim Thema Eigenanbau weg.
und ist eben in einem legalen Handel auch nicht zu finden. Deswegen haben wir, und das ist eine Ausnahmeregelung für Cannabis, extra ein Modell gewählt, wo kein Handel legalisiert wird, sondern wo die Kunden sich selbst versorgen und eben nicht mehr auf Leute angewiesen werden, die wollen, dass immer mehr Menschen Cannabis konsumieren, sondern lediglich die 2 bis 4 Millionen jetzt schon existierenden Konsumenten bekommen die Gelegenheit, ihren Bedarf durch Eigenanbau zu decken. Sie müssen Anträge auch mal lesen, wenn Sie sie ablehnen wollen. Das Wort hat nun Harald Terpe für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.